Herzlich willkommen auf meinem wiederbelebten YouTube-Kanal. YouTube ist etwas, was ich schon lange machen wollte, weil es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, da Dinge umzusetzen, die vielleicht in Instagram und Facebook nicht möglich sind, wie euch das Buchcover-Design näher zu bringen oder ein bisschen mehr über meinen Schreibprozess oder Stories oder Charaktere zu erzählen. Und eine Story in meinem Instagram-Account hat mich jetzt zum Anlass gebracht, ein Video aufzunehmen. Es geht um Buchcover und es geht um die Gestaltung und ihr habt da echt viel abgestimmt, sehr viel abgestimmt und habt da wirklich großes Interesse dran, mal hinter die Kulissen zu blicken und zu schauen, wie so ein Buchcover überhaupt erstellt wird. Und das, den Gefallen wollte ich euch auf jeden Fall tun. Und deswegen habe ich eine Umfrage gemacht, die lautete: Ihr konntet entscheiden, welches Genre, welchen Titel, welche Farben das Cover trägt, das ich jetzt heute mit euch gestalten möchte. Wir haben zum einen das Genre Liebesromane. Natürlich, wie soll es auch anders sein? Das sind doch ehrlich gesagt 99% meiner Cover, die ich gestalte, sind Liebesromane oder New Adult Romane. Dann habt ihr abgestimmt, dass ihr keine Pärchen auf dem Cover wollt. Also es wird ein Cover, wie es jetzt im Moment auch Trend ist oder schon eine längere Zeit Trend ist, was der Verlag Lux so ein bisschen vorangeschoben hat mit Glitzer und mit Pastell. Und ihr habt mir sogar einen richtig, richtig coolen Titel vorgeschlagen. Das ist Sommernachtsgewitter. Also kann ich es jetzt kaum erwarten, mit euch dieses Cover zu gestalten und bin echt gespannt, was da rauskommt, weil ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Aber wir lassen uns überraschen und wir sind heute einfach mal spontan. So, ich habe mir jetzt mein Photoshop-Dokument aufgemacht. Ich habe mir da eine Vorlage angelegt. Kann ich auch gerne mal die Größe zeigen. Ich nehme die meistens 1500 x 1400 Pixel, aber es gibt Buchcover oder E-Book-Cover in allen möglichen Varianten, Formen, Farben. Also ihr könnt euch einen groben Richtwert daran richten, aber wenn ihr vielleicht 1600 Pixel mal 1500 haben möchtet, dann ist das absolut auch in Ordnung. Ich würde allerdings euch vorschlagen, wenn ihr selber Cover für euch machen wollt, dann bleibt bei den Maßen, weil tatsächlich bei den ganzen Anbietern wie Amazon und Co. sieht es dann ein bisschen komisch aus, wenn alle Cover eine andere Größe haben. Also bleibe ich jetzt bei meiner Lieblingsgröße, weil ich finde, da kann man auch alles draufpacken. Und habe mir schon mal ein paar Bilder ausgesucht, die ich eventuell auf dem Cover haben möchte, aber jetzt noch nicht so genau weiß. Wir spielen jetzt ein bisschen rum. So, Sommernachtsgewitter und einen pastellfarbenen Ton. Ich fand das Bild echt hübsch, als ich das gefunden habe. Wir können das jetzt nach der Größe ausrichten und haben dann eigentlich schon Wolken, wir haben einen tollen Himmel, sieht eigentlich wunderschön aus. Dann dachte ich mir, so ein paar Berge wären doch auch nicht schlecht unten als Silhouette. Jetzt muss ich die allerdings ein bisschen ausschneiden. Ich kann mal gucken, ob er das mit Motiv auswählen gut macht. Naja, geht so. Also wir können hier nochmal drüber fahren, den dunklen Bereich mitnehmen und dann ist das eigentlich ganz akzeptabel. Die Ecken hat er nicht so gut vielleicht drin. So, wir machen uns das ein bisschen kleiner. Und machen das hier raus. Ja, das ist einigermaßen in Ordnung. Auswählen und maskieren. Dann haben wir die Möglichkeit, über die Ränder zu fahren. Hier zum Beispiel, da hat er nochmal ein bisschen was vergessen. So. Aber ich glaube, das wird schwierig. Wir machen das mit einer anderen Taktik. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen weißen Punkt. Den nehmen wir jetzt damit sehr gut raus. Genauso wie hier. Also wenn wir jetzt hier drüber fahren, dann maskiert er uns das eigentlich schon richtig gut. Da müssen wir nur noch ein bisschen nacharbeiten. Wobei ich nachher den Berg sowieso dann ein bisschen unscharf machen will. Also müssen wir mal schauen, wie genau wir hier arbeiten müssen. So. Wir fahren raus, das sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Wir könnten uns hier nochmal einen anderen Hintergrund, okay, hat er alles genommen, außer das hier, aber das berichtigen wir gleich. Ich möchte jetzt hier keinen Radius, ich möchte die Ecken nicht abrunden und keine weichen Kanten machen, weil ich das eigentlich ganz cool finde, dass die Berge so eine harte Kante haben. Gehe auf neue Ebene mit Ebenemasken, dann macht er uns nämlich hier eine komplette neue Ebene. Das ist die alte, die können wir eigentlich löschen, die brauchen wir nicht mehr. Mit einer Ebenenmaske. Das bedeutet, er hat uns das jetzt mit einer Maske maskiert. Die Dinge im Bild sind aber noch da. Also wenn ich Ebenenmaske deaktivieren mache, dann zeigt er mir auch den Himmel wieder an.
Wenn ich sie aktivieren mache, dann zeigt er mir eben nur die Berge an, die ich auch hier maskiert habe. Damit können wir nämlich jetzt sehr gut diesen Bereich hier ausarbeiten. Wir drücken Alt und einmal auf die Ebene mit der linken Maustaste. Nehmen uns einen schönen weißen Pinsel, weil auf einer Maske alles, was weiß ist, ist sichtbar. Und können hier über unsere Berge fahren. So. Genauso wie wir Schwarz nehmen können. Ihr könnt einfach mit X könnt ihr das wechseln. Ja, es geht so. Naja, es ist nicht wunderschön, aber ich denke, dass es für den Moment ausreicht. Wir können auch, ohne dass wir direkt in der Maske sind, das Ganze maskieren oder demaskieren. Zum Beispiel, also ich mache jetzt was richtig Blödes. Einmal zack, so ist jetzt zum Beispiel der Berg weg, weil ich habe hier einen schwarzen Stift. Ich sehe gerade, dass meine Deckkraft jetzt nicht optimal ist. Entweder mit Bearbeiten rückgängig Pinsel oder mit Steuerung Z. Control, glaube ich, auf dem Mac. Ich arbeite leider nur mit Windows. Ich weiß es nicht hundertprozentig. So, aber wir möchten jetzt hier den Berg haben. Das heißt, wir malen hier schön drüber. So, damit der Berg schön sichtbar ist. Zack. Ja, geht doch. Geht doch gut. So, wir nehmen den Berg und packen ihn ganz nach unten. Der schließt schön ab und lassen ihn erstmal da. Wir kümmern uns gleich darum. So, dann habe ich mir noch ausgesucht, so eine Lichterkette. Das sieht doch eigentlich auch immer ganz schick aus. Ich meine, Sommernachtsgewitter. Im Sommer ist ja eigentlich so vielleicht eine Gartenparty. Sollten wir mal gucken, wie viele wir davon machen, wie es aussieht. Die Ebenen sind ja immer wie ein Blatt Papier. Also das ist das unterste Blatt Papier. Hier legen wir noch ein Blatt Papier drauf und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir jetzt das hier unten haben möchten, also hier jetzt nicht diese komische Überschneidungskante, dann ziehen wir es nach unten und dann ist es hinten. Jetzt würde ich nochmal so eine einfügen. Steuerung C, Steuerung V, dann macht er uns das. Und vielleicht ein bisschen so. Da müssen wir jetzt einfach ein bisschen spielen. Ein bisschen kleiner. Sieht auch ganz schick aus. Vielleicht eher so hier oben. Ja? So lassen wir es erstmal. Jetzt haben wir die Schrift. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich trage recht früh die Schrift auf dem Cover, damit ich gleich sehe, ob es funktioniert oder nicht. Und habe mir jetzt hier überlegt, ob wir vielleicht eine Schrift nehmen, die so ein bisschen groß und blockig und ja, wo dann Sommer, Nachts, Gewitter in drei Worten einfach untereinander steht. Ich nutze hier Suitcase Fusion, dass ich einfach eine Übersicht habe über meine Schriften, die ich so gespeichert habe und die ich runtergeladen habe und die ich auch überall benutzen kann, weil ich da Lizenzen gekauft habe etc. Ich finde es eigentlich echt übersichtlich, weil ohne das Ding, hey, ja, da lädt man sich die ganze Zeit irgendeine Schrift runter und hat dann eigentlich überhaupt gar keinen Überblick mehr, was man so wirklich hat. In Photoshop kann man zwar hier auf die Schrift und sieht dann gleich, wie was aussieht hier, aber da scrollt man sich ewig bis ganz nach unten, deswegen finde ich das eigentlich sehr praktisch. Also nehme ich jetzt hier Sans Serif und suche mir jetzt eine gerade Schrift aus, die groß und blockig ist, vielleicht die Bebas. Da muss man jetzt einfach ein bisschen rumspielen. Vielleicht auch eine, die ein bisschen weiter ist. Coco Goes. So, wir trippen hier ein. Sommer, Nachts, Gewitter. Na, wir sehen schon mal, okay, die Schrift ist jetzt deutlich zu groß und können hier auf die Größe reduzieren. Einfach nach unten ziehen. Was ich immer ganz gerne mache, ist mir die Mitte markieren, also hier unter Ansicht, neue Hilfslinien, 50% vertikal kann man sich hier die Mitte markieren. Das kann man auch mit Steuerung Komma immer wieder ein- und ausblenden, falls es einen stört. Und dann kann man nämlich direkt sehen hier, Absatz, schwarz, ich mache es jetzt einfach schwarz, damit man es besser sieht, kann man das hier gleich mittig hier einsetzen. So. Aber die Schrift, die sieht jetzt mal nichts aus. Das passt gar nicht zu unserem edlen
edlen Cover. Sommer, nachts, Gewitter, vielleicht eher. Jetzt machen wir es wieder größer, weil die ganze Schrift soll ja das Cover dominieren. Wenn wir kein Pärchen haben, dann brauchen wir irgendeinen anderen Eyecatcher und das ist halt eben unsere Schrift. So, das stört mich jetzt hier wieder ein bisschen, also mache ich sie wieder weg. So, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Was man jetzt noch machen könnte, ist hier einen Schreibschrift nehmen. Also ich gehe jetzt mal hier unter Schreibschrift oder unter Zierschriftarten. Da habe ich auch noch so ein paar drin, die echt schick sind. Anissa vielleicht, die mag ich sehr gerne. Oder Beautiful mag ich sehr gerne. Oder Anissa. Wir haben jetzt hier eingestellt, dass wir Großbuchstaben haben. Ach nee, das sieht ja aus, wie als ob ein Kind das gekritzelt hat. Das gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Das vielleicht. Da muss man sich jetzt einfach so ein bisschen durchtesten. Ich finde es eigentlich auch echt schick, wenn man so Schrift überlappt. Also wenn es nicht so einfach gerade ist und vielleicht auch eine Schrift so im Cover verschwindet. Hier können wir den Absatz oder Abstand zu den anderen Schriftarten verändern. Wir könnten das hier nämlich dann auch zum Beispiel ein bisschen näher rücken. Ja, irgendwie ist das cool, oder? Ja. Aber wir wollen es natürlich nicht schwarz lassen. Da habe ich mir jetzt so ein paar Dinge ausgesucht. Peach und ach ja, ich habe haufenweise Hintergründe gespeichert, die ich für solche Momente gleich ziehen kann. Und wenn wir jetzt hier auf die Clipping Mask heißt das, ich weiß nicht, wie das... Ich gucke so viele englische Tutorials, jetzt weiß ich nicht, wie das heißt. Man kann das auf jeden Fall direkt nur auf diese Ebene anwenden, wenn wir Alt drücken. Da kommt so ein kleines Pfeilchen hier und dann kann man das nur hier anwenden. Ich finde das eigentlich sehr schick, außer dass man die hellen Bereiche nicht so gut lesen kann, aber da kümmern wir uns gleich drum. Und ich finde auch den Farbton nicht so wirklich passend. Das heißt, wir gehen hier auf Färben, wir suchen uns einen Farbton aus, eher im rosanen Bereich. Ne, das gefällt mir tatsächlich alles nicht so wirklich, deswegen schaue ich mir jetzt nochmal den anderen Hintergrund an. Das ist auch sehr Rost. Peach passt jetzt nicht so ganz zu dem Rosanen im Hintergrund. Wir könnten jetzt einen Kontrast nehmen und vielleicht uns einen Türkis aussuchen. Oder wir könnten jetzt ja, in dem Rosa bleiben. Ja, ich habe mir jetzt nochmal zwei Hintergründe oder zwei Farben für die Schriften ausgesucht. Das ist einmal Türkis. Das könnte ganz cool sein. Oder eben Rosa in der Farbe, die wir dann mit einer Farbtonsättigung einfach dunkler ziehen könnten, dass man sie besser sieht. Und dann hätten wir den Grundton behalten. Das ist jetzt so eine Sache, das ist so ein Feintuning am Ende. Also das müssen wir jetzt nicht sofort entscheiden. Wir lassen das jetzt einfach erstmal so. Und meistens lasse ich die Cover auch nochmal ein paar Tage auf meinem Computer liegen und gucke sie mir dann nochmal an und denke mir so, was hast du da gemacht? Und deswegen sind das Sachen, das ist einfach Feintuning. Also wir lassen es jetzt erstmal so und kümmern uns um den Rest. Wir haben gesagt, dass wir die Berge nochmal anpassen wollen. Das heißt, auch hier gehen wir mit einer Farbtonsättigung rein. Das bedeutet, wenn wir hier auf Färben drücken, hast du schon gesehen, ändert er mir gleich die Farbe ab in so ein Orange. Ich möchte aber eher ja in dieses Rosa gehen. Und entweder den Fokus ja nicht so sehr auf die Berge setzen und da so ein bisschen rausnehmen. Aber ich finde, der hat es schon ziemlich gut genommen. Ich mache es ein bisschen heller, dann sieht es ein bisschen besser aus. Und damit es ein bisschen realistischer ist, würde ich gerne den vorderen Bereich ein bisschen schärfen und die hinteren Berge ein bisschen unscharf machen. Auch, dass es hier so besser in den Hintergrund übergeht. Dafür muss ich jetzt wieder maskieren. Entweder habe ich jetzt wieder die Möglichkeit, hier über das Schnellauswahlwerkzeug zu gehen und mir einfach das hier zu machen. Oder den hinteren Grund hier zu maskieren und dann eben den hier mit Alt dann wegzumachen. Siehst aber, das ist ein bisschen tricky, weil dann nimmt er mir einfach hier immer so ein bisschen mehr.
Oder ich arbeite mit dem Fahrtwerkzeug. Das ist zwar eine Sache, die eine Weile dauert. Und bei mir hat es auch eine Weile gedauert, bis ich das so annähernd gerafft habe, wie es überhaupt funktioniert. Aber man kann ziemlich, ziemlich genau arbeiten. Also nehmen wir hier das Fahrtwerkzeug und maskieren wir hier mal den Berg, den wir hier ausgewählt haben. Wir machen dazu einen neuen Pfad, damit der... Es ist immer so ein Zwischenspeicher, wenn wir jetzt einfach loslegen und dann noch einen Pfad machen würden, dann würde er den überschreiben. Deswegen gebe ich jetzt einfach hier Berge ein und fange an. Jetzt sieht man erstmal noch nicht, was ich hier rumgebastelt habe so ewig. Aber wenn wir jetzt hier, das ist jetzt unser oberer Berg, unser oberer Berg, einen Weichzeichner drauf machen, sehen wir, aha, er wendet diesen Weichzeichner nur auf die Berge dahinter an. Und genau das ist das, was ich bezwecken möchte, dass er den Weichzeichner nur auf die Berge da hinten anwendet. So. Finde ich schon mal besser als vorher. Damit wir den Farbton nur wieder auf unserem Berg haben, nehmen wir das und ich möchte es noch ein bisschen, dass es nicht ganz so rot sticht, dass es so ein bisschen übergeht. Und diese ganze Sache hier. Kontrolliere jetzt nochmal, damit es nochmal aufgefallen ist, dass hier jetzt was Blödes ist. Eine blöde Kante von dem Berg. Die machen wir jetzt weg. Da das sowieso so unscharf ist, sehen wir es jetzt nicht genau, aber das ist jetzt halt schon aufgefallen. Ja, gut. Jetzt haben wir die Berge, jetzt haben wir die Lichterketten, jetzt haben wir eine Schrift, die uns noch nicht so hundertprozentig gefällt, aber die wir noch ändern. Ich räume jetzt ein bisschen auf und weil ich immer noch nicht so richtig zufrieden mit bin, gucken wir uns jetzt nochmal ein paar Schriftarten an. So, das war jetzt vielleicht noch nicht das finale Schriftergebnis, aber ich bin jetzt für den Moment erstmal zufrieden. Wir nehmen uns jetzt die komplette Schrift hier, machen uns die wieder in eine neue Gruppe, machen die zu irgendeiner Farbe und dann können wir sie nämlich komplett verschieben, wie wir das wollen. Ein bisschen kleiner machen vielleicht. So, wir haben jetzt unser Sommernachtsgewitter. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Glitzer. Und möchte das als weiches Licht. Man sieht zum Beispiel auf den Bergen, ist es richtig schön zu sehen. Und um das jetzt nochmal ein bisschen rauszuholen, machen wir eine Tonwertkorrektur und nehmen uns den dunklen Regler ein Stück nach rechts. Fällt. Dann ist es nämlich ein bisschen nicht so nebelig, sondern ein bisschen mehr strukturierter, weil für den Nebel nehmen wir jetzt nämlich noch ein paar Wolken. Ja, manchmal muss man rumprobieren, es sieht gar nicht so schlecht aus, wenn wir das über die Schrift legen. Dann nehmen wir uns jetzt noch ein paar rosafarbene Wolken oder lila, ehrlich gesagt, eher gesagt. Was mir jetzt nicht so hundertprozentig gut gefällt, ist dieses Gelb. Auch das Gelb hier bei den Lichterketten weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das so gut finde. Also würde ich jetzt mal nochmal was anderes probieren und zwar so eine Lichterkette hier reinmachen. Ja, gefällt mir besser.
und auch ein bisschen versuchen, vielleicht das Gelb rauszunehmen. Ich bin mir immer noch nicht so richtig mit der Schrift sicher, aber für den Moment, finde ich, haben wir eigentlich ein ziemlich cooles Cover geschaffen. Wir können jetzt nochmal den Feinschliff machen, und zwar mit einem Camera Raw Filter. Das ist immer das, was ich am Ende nochmal mache. Und dem Ganzen nochmal mehr Struktur zu geben und die Farben nochmal anzupassen. So, das war unser Cover. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, oder falls ich nochmal irgendwas speziell erklären soll, dann freue ich mich auf jeden Fall für einen Daumen hoch und ein Abonnement. Wenn ich weitermachen soll, schreibt es mir auch gerne, und ich wünsche euch einen schönen Tag.